Wenn die Spitze eines hierarchischen Systems sich nicht mehr in Übereinstimmung befindet, wenn die Autoritäten sich streiten, gibt es keinen unbedingten Gehorsam mehr. Sind viele Ihrer Testpersonen bis 405 Volt gegangen? Im Durchschnitt leisten 63% der Testpersonen unbedingten Gehorsam. Das heißt, dass sie das Prinzip des Experiments voll akzeptieren. Damit will ich sagen, sie gehen bis 450 Volt. Das würde also bedeuten, dass auch in einem zivilisierten Land mit einer liberalen und demokratischen Verfassung 2/3 der Bevölkerung ohne zu fragen und ohne zu überlegen alle Befehle ausführen würden, die sie von einer übergeordneten Macht bekämen. Ohne das Milgram-Experiment würden wir immer noch annehmen, dass nur Psychopathen und als böse etikettierte Menschen zu furchtbaren Taten fähig sind.